Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Mein Name ist Patricia Dender, ich begrüße dich ganz herzlich hier und ich erkläre dir heute, warum du von deinem Partner nicht so behandelt wirst, wie du es gerne hättest. Die kurze und einfache Antwort ist, weil du erwartest, dass du genauso behandelt wirst, wie du behandelt wirst. Und das tut erstmal weh. Aber wenn du verstehst, wie die Energie der Manifestation funktioniert, dass alles, was du glaubst, was du denkst und was du befürchtest und wovor du Angst hast, sich genauso in dein Leben manifestiert, wie die Dinge, die du im Positiven erwartest. Und die Kraft dieser Angst, dieser unbewussten Angst, zieht alles in unser Leben, was wir eigentlich nicht möchten. Angst Nummer eins, riesengroße Angst vor Zurückweisung. Zurückweisung passiert den ganzen Tag. Zurückweisung, weil du vielleicht nicht, weil dir nicht zugehört worden ist, weil irgendjemand keine Zeit hatte, weil dein Partner vielleicht im Stress war, sich nicht gemeldet hat, ein Telefonat nicht so lange oder ausführlich stattfinden konnte, wie du das möchtest oder wolltest, weil jemand andere Prioritäten hatte als dich, weil Verabredungen abgesagt worden sind, weil Versprechen nicht eingehalten worden sind. Kennst du das? Und dieser Grund liegt bei dir. Ich weiß, das tut weh und es ist so viel einfacher zu sagen, das ist ein Arschloch, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Wieso ist der nur so? Wieso kann der nicht anders sein? Dann fangen wir an zu argumentieren und zu diskutieren und versuchen, Gründe und Ursachen herauszufinden. Und all das kannst du dir sparen, wenn du verstehst, was es heißt, everyone is you pushed out. Jeder ist das, was du in ihm siehst. Und diese Ängste oder diese Befürchtungen, dass wir eben zurückgewiesen werden könnten, die kommen ganz tief natürlich aus unseren Kindheitserfahrungen. Und die haben sich so, so, so tief in uns reingebrannt, dass wir quasi wie so allergisch dagegen sind, wenn uns einer nicht respektiert, wenn uns einer nicht anerkennt, wenn wir uns zurückgewiesen fühlen. Und du weißt, was es heißt, wenn du allergisch bist, dann reagierst du auf die kleinsten Anzeichen, die darauf hinweisen könnten, mit einer Abwehr. Das will ich nicht, das kommt überhaupt nicht in die Frage, das will ich nicht, das geht gar nicht und so weiter und so fort. Und dann kriegst du gesagt, du musst halt deine Grenzen setzen. Und hier sage ich dir, nein, es geht nicht darum, dass du Grenzen setzen musst, sondern es geht darum, dass du für dich klar beschreiben musst, wer du bist, wie wichtig du bist, wie du behandelt wirst und genau das für dich als deine einzige Wahrheit anzuerkennen. Und wenn ich weiß, ich bin immer respektiert, ich bin immer gewollt, ich werde nie zurückgewiesen, ich werde immer so angenommen, wie ich bin, ich bin komplett in Ordnung, so wie ich bin total geliebt, so wie ich bin, dann entsteht in dir eine Energie, eine Information, die nach außen getragen wird. Und jeder im Außen sieht, oh,
diese Frau ist so wichtig. Ich respektiere sie so sehr. Ich hänge an ihren Lippen. Ich höre ihr so gerne zu. Ich möchte so viel mehr von ihr wissen. Hoffentlich gibt sie mir mehr Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Dann entsteht im Außen ein Sog, ein Verlangen nach dir. Wenn du in deinem Wert stehst, wenn du weißt, dass du respektiert bist, dass du gut bist, dass du geliebt bist, dann passiert im Außen ein Sog. Die Welt, die ganze Welt, nicht nur deine spezielle Person wartet auf dich in dieser Haltung, sondern die ganze Welt wartet auf dich wie auf einen Star. Aber nur, wenn du in dir das festgelegt und verankert hast, dieses Selbstbild, dieses Selbstkonzept, die ganzen Annahmen, die dahinter stehen, über dich selber, wer du bist, wie du dich verhältst, dass das alles komplett in Ordnung ist, was du tust. Und wenn du darin ganz, ganz fest stehst und sagst, selbstverständlich bin ich diese Frau. Ich bin diese Frau. Egal, was sich im Außen jemals gezeigt hat, egal meine Vergangenheit, ich habe jetzt festgelegt, wer ich bin. Und ich lebe diese Frau. Ich verkörpere diese Frau. Und wenn du lange genug dabei bleibst und wirklich überzeugt davon bist, dass du diese Person, dass du diese Frau bist, wirst du diesen Sog merken. Wie eine Nachfragesog, der nach dir entsteht und die Menschen möchten mit dir zusammen sein und deine spezielle Person, dein spezieller Partner möchte mit dir zusammen sein, möchte mehr von dir hören, kann nicht genug von dir bekommen, aber nur, wenn du diese Frau bist, wenn du weißt, ich bin diese Frau und du lässt dich von nichts irritieren, auch nicht, wenn einer keine Zeit hat, wenn einer keine Geduld mit dir hat oder was weiß ich, was du alles im Außen sehen könntest, dein einziger Rückschluss, deine einzige Annahme ist, oh mein Gott, ich bin so großartig, ich fühle mich so großartig, ich bin so froh, dass die Menschen so gerne mit mir zusammen sind, dass mein Liebster, mein geliebter Partner, natürlich ist er gerne mit mir zusammen. Ich bin ja auch so gerne mit mir zusammen. Ich liebe mich, ich mag mich, ich unterstütze mich, ich finde mich sowas von interessant, lustig, unterhaltsam. Selbstverständlich möchte jeder mit mir Zeit verbringen, möchte jeder mit mir in Urlaub fahren. Es gibt nichts Wichtigeres als ich. Aber solange da noch eine anderweitige Überzeugung ist, weil du halt andere Sachen erlebt hast, andere Geschichten noch in deinem Kopf hast, andere Rückschlüsse ziehst, werden sich halt immer wieder die Dinge so manifestieren und du, dass du dich zurückgewiesen fühlst oder nicht wertgeschätzt oder nicht wichtig genug. Und dann drehst du dich im Kreise. Und der einzige Weg, da rauszukommen, ist, dass du selbst diese Version, die du im Außen sehen möchtest, verkörperst. Dass du diese Frau bist, die festlegt, wie sie behandelt wird, die festlegt, wie ihr Leben funktioniert. Du legst fest und du setzt keine Grenzen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Du legst fest, wer du bist. Du legst fest, wie du behandelt wirst. Du legst fest, wie man mit dir kommuniziert. Du legst das fest, weil es das ist, was du möchtest. Und dann brauchst du keine Grenzen zu setzen, weil du es ja schon festgelegt hast. Und das ist so ein kleines Hirngespinst, was man immer wieder hört, was absolut kontraproduktiv ist und das Gegenteil von dem bewirkt, was du haben möchtest. Hör auf, Grenzen zu setzen, sondern sag, wer du bist, lege fest, wie man mit dir umgeht, wie sehr man dich respektiert und schon hast du genau das manifestiert, was du haben möchtest. Wenn du Grenzen setzt, dann manifestierst du das, was du nicht haben möchtest. In diesem Sinne,
Ich hoffe, das gut genug erklärt zu haben, dass du es umsetzen kannst. Es ist immer wieder diese innere Arbeit. Es ist immer wieder das Aussteigen aus der äußeren Realität. Der Prozess ist der einzige funktionierende Prozess. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, schreibe mir, melde dich. Ich habe Programme, ich habe Selbstlernkurse und ich habe meine super eng mit mir zusammenarbeiten VIPs, die im 1:1 meine Unterstützung bekommen. In diesem Sinne, alles ist möglich, du kannst alles haben, aber zuerst musst du eben verstehen, dass du auch alles bist. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Liken, teilen und kommentieren. Vielen Dank und bis bald.